are dancing through the night. Hey buddy, I will do another YouTube video for you actually. So you will see me painting the Acropolis, which is behind me. And YouTube is doing always a lot of advertisement in front of my videos. So today I would like to make a personal advertisement because my son Leonard, who is studying music for 2 years now in Vienna, just released his new song. You heard the new song in front at the intro. And the song is called Dancing Through the Night, and it would be great if you just could watch it. And if you like it, just give him a like. So now, let's go to the studio. I want to show you the Greek studio. The Greek studio looks pretty much the same as the one I have in Austria. Except the music section over here. It's a little studio. And this is really special to me because my second passion always was and still is playing guitar and recording songs. Most of the tracks which were recorded actually for Leonard's song, they were recorded right in here. And the video also was made in the village around my studio. The background music you will hear in the video actually from the Acropolis painting is also done by our son Leonard. And so enjoy it, listen to the music, watch me painting. And we are dancing through the night. We are dancing through the night until the morning light.
stimmstarke, gefällige Arrangements. Dafür steht ein heimischer Künstler, der unter dem Namen Voka bekannt geworden ist. Mittlerweile verkauft er seine Bilder auch international. Warum kauft man Kunst? Kunst muss schön sein, muss dekorativ sein, muss gefallen. Er geht vom Thema her nicht sehr tief und er zeigt die Sonnenseite des Lebens. Für den Autodidakten wurde Kunst schließlich eine immer wichtigere Einnahmequelle. Es war am Anfang nicht alles so easy, wie das jetzt vielleicht ausschaut. Auf dem Land aufgewachsen, verdiente er sich mit bäuerlichen Fassadenmalereien für die Nachbarn im Dorf und mit kleinen Auftragsarbeiten sein Einkommen. Der kommerzielle Durchbruch stellte sich schließlich mit dem selbsterschaffenen Stil des sogenannten Spontanrealismus ein. Doch Voka polarisiert. Die Sammler lieben ihn und halt die Experten halt weniger. Ich denke, gute Kunst sollte Debatten auslösen, sollte Irritationen hervorrufen. Wenn du dann ein schönes Porträt von Marilyn Monroe hast, ja, dann kann man sagen, toll gemalt, gute Farbe. Und dann? Welche Relevanz hat es dann? Außer, dass es irgendwie schmückt im Wohnzimmer. Für mich darf Kunst natürlich schön sein. Ich will mich daran ja erfreuen, ich will ja nicht ständig vielleicht mit schwierigen Themen konfrontiert werden oder interpretieren müssen. Ich habe sehr Mühe mit der modernen Kunst, mit diesen nur Dreiecken oder Farbgeklecksen irgendwie. Da habe ich immer das Gefühl, das könnte ich auch. Vor 100 Jahren hat sich keiner aufgeregt, weil was schön ist. Nur heutzutage in dieser zeitgenössischen Phase, was wir jetzt gerade sind, ist einfach Schönheit und Gefallen, finde ich, groteskerweise, warum darf das nimmer mehr sein? Ich würde niemals sagen, es gibt jetzt nur die gute, abstrakte Kunst momentan und dann im nächsten Jahr oder in den nächsten 10 Jahren ist es vielleicht die figurative. Also es existiert tatsächlich alles parallel und der und die Künstlerin, sie können letztendlich machen, was sie wollen, es muss nur gut sein. Puchberg am Schneeberg. In dem malerischen Ort in Niederösterreich ist Rudolf Vogel, wie Voka mit bürgerlichem Namen heißt, aufgewachsen. Das Freihandzeichnen hat er sich hier von Kindheit an selbst beigebracht. Skizzen sind auch heute noch oftmals die Basis für seine großformatigen Arbeiten. Wir haben in der gegenständlichen Kunst, was ich ja auch mache, ja, Dinge darstellen will, dass sie cool ausschauen, muss man extrem viel trainieren, dass das einfach nicht gekünstelt ist. Zuerst muss man zeichnen können, man muss Perspektive können, man muss sich einfach mit all diesen Sachen einfach extrem viel beschäftigen und viel üben. Von hier aus eignete er sich seinen persönlichen malerischen Stil an. In seinem Atelier in Puchberg am Schneeberg entstehen die meisten seiner großformatigen Acrylbilder. Das Ergebnis eines langen Entwicklungsprozesses. Die jetzigen Bilder, die sind extrem poppig, die haben unglaublich viel Farbe, da ist viel Dynamik, schaut locker aus. Aber ich sage immer, das alles, was locker ausschaut, hat immer eine lange Vorgeschichte. Ich habe eigentlich ziemlich alles durchgemacht, was, glaube ich, jeder Künstler durchmacht, wenn er ein gewisses Alter erreicht hat und sich mit der Art von Malerei beschäftigt, die ich eben mache, nämlich gegenständliche Kunst, ja, muss man immer betonen. Ich habe zuerst natürlich diesen sehr realistisch gemalt, was sehr wichtig war, damit ich mein Handwerk erlerne. Dann ist dann später, wie gesagt, Sturm- und Drangzeit, ist diese surreale Phase gekommen, fantastischen Realisten. Das war einfach für mein Alter perfekt. Da habe ich meinen ganzen Weltschmerz ausdrücken können, all die Welt anprangern und alles Mögliche. Und dann habe ich begonnen, mich mit Aquarell aus irgendeinem Grund zu beschäftigen. Und auf einmal hat sich das umgedreht. Nicht mehr so genau wie möglich, sondern zu versuchen, alles so schlampig und ungenau wie möglich zu machen, damit es eine eigene Dynamik kriegt, aber trotzdem mit meiner Handschrift das Ganze gesteuert. Und das war irgendwie so der Beginn für das, was ich jetzt, sage ich mal, Spontanrealismus nenne oder von meiner Art zu malen einfach. Ja.
inspiriert von den alten Meistern. Das heißt, ich habe mich müssen damit beschäftigen und habe müssen mehr oder weniger im, als Autodidakt im Selbststudium mir viel aneignen, damit das möglich ist, was da hinten ist. Nach der Farbgrundierung nützt Wocker auch verschiedene technische Hilfsmittel, um das Motiv auf die Leinwand zu bringen. Michelangelo hat sogar in der Sixtinischen Kapelle einfach über verschiedene Spiegel Dinge raufprojiziert in die Kuppel. Genauso hat es Warhol gemacht. Ja. Ich nehme einfach zum Beispiel eine Projektion nur, einfach nur, um ein paar Umrisse zu malen, zu zeichnen. Das dauert 5 Minuten. Man sieht dann genau gar nichts eigentlich auf dem Bild als Laie. Und dann male ich das frei ohne irgendwas von einem Schwarz-Weiß-Foto. Warum Schwarz-Weiß? Damit ich mich nicht beeinflussen lasse von den Farben und eigentlich wieder meine Farben male, weil es soll ja mein Bild werden. Mit dem poppig-dekorativen Stil seiner Bilder und der gefälligen Motivwahl wird er in der Kunstwelt auch oft kritisiert. Das ist ein totales Kompliment, wenn es einfach heißt, meine Bilder sind schön. Es ist auch ein Kompliment, wenn es heißt, meine Bilder sind dekorativ. Ich möchte nämlich auch gerne haben, dass die wo hängen. Ich will nicht haben, dass die in einem verstaubten Museumslot sind, weil es keiner anschauen will. Sondern meine Bilder sollen in die Häuser, in die Wohnungen, in die Apartments. Und die sollen dort hängen, weil sie einfach dort geil reinpassen, weil sie einfach super schön ausschauen. Und wie gesagt, ich bin wieder bei den schönen Künsten von früher. Vor 100 Jahren hat sich keiner aufgeregt, weil was schön ist. Nur heutzutage in dieser zeitgenössischen Phase, was wir jetzt gerade sind, ist einfach Schönheit und Gefallen, finde ich groteskerweise, warum darf das nimmer mehr sein? Ja, warum ist es nur dann Kunst, wenn es ja keiner versteht? Das verstehe ich einfach nicht. Das verstehe ich nicht. Ja? Wockers Anspruch an handwerkliches Können und seine spezielle Art der Umsetzung polarisieren in der Kunstszene. Jeder Mensch legt für sich selbst unbewusst fest, was Qualität für ihn bedeutet. Ich für mich weiß, das ist ein Kunstwerk für mich. Und keine Frage, beim Wocker gehen da durchaus sehr freundliche, sehr sonnige Gedanken auf. Nun gibt es genug Leute, die sagen, also heutzutage zu Kunst schön zu sagen, sei geradezu eine Beleidigung, würde die Kunst in die Nähe von Kitsch rücken. Ich halte das alles für vollkommenen Blödsinn, denn wenn ein Kunstwerk keine ästhetische Qualität hat, ist das gar kein Kunstwerk. Die handwerkliche Qualität, die ist beim Wocker extrem hoch. Personen und Institutionen aus der Kunstwelt, Museen, Galerien, Auktionshäuser, Sammler und das Publikum, die bestimmen den Wert des Künstlers. Ich persönlich denke, dass erfolgreiche Künstler nicht kreativer sind, sondern einfach besser vernetzt sind, so wie in jeder anderen Branche auch. Die Kunstwelt ist undemokratisch. Wocker besitzt zweifellos das technische Know-how, aber wirklich gute Kunst, die geht über das Können hinaus. Die muss inspirieren, anregen, Dinge hinterfragen und auch eine gewisse Aura besitzen. Am Ende liegt natürlich das Urteil im Auge des Betrachters. Dazu zählen ja auch die Kuratoren und die Museen, die bestimmen das natürlich. Naja, was gute und schlechte Kunst ist, ist natürlich ganz, ganz schwierig zu beantworten tatsächlich, weil diese Qualitätsfrage ist natürlich immer eine sehr subjektive Ermessenssache, wobei es natürlich ganz klar auch objektive Kriterien für den Erfolg und für die Karriere von verschiedenen Künstlern gibt. Und da spielt natürlich der biografische Werdegang eine große Rolle. Da spielt es eine Rolle, wo man studiert hat, bei wem man studiert hat, ganz am Anfang. Und dann natürlich, von welcher Galerie man repräsentiert wird, auf
welchen Mess man ist, in welchem Kontext man gezeigt wird und natürlich ganz wichtig, in welchen großen Ausstellungen, an welchen namhaften Institutionen ist man mit dabei. Und der und die Künstlerin, sie können letztendlich machen, was sie wollen, das muss nur gut sein. Und wer das bestimmt, das ist natürlich ein Machtgeflecht, bestehend aus internationalen Institutionen, aus Galerien, aus wichtigen Sammlern und Sammlungen und auch natürlich Künstlern und Künstlerinnen, Kritikern, Kuratoren, die das letztendlich dann bestimmen. Man hat immer Leute, die einen lieben und man hat immer Leute, die einen nicht lieben oder hassen von mir sogar für das, was du magst. Und natürlich sagen viele, oh, das ist ja viel zu schön und zu dekorativ und ist ja keine Kunst, ja, sozusagen, sage ich. Ja, wer sagt das? Wenn ich mir überlege, dass meine Videos, wenn wir im digitalen Zeitalter sind, 10 Millionen Mal angeklickt wurden und 80.000 Follower auf YouTube sind, dann kann ich mir vorstellen, dann mache ich nicht alles falsch. Ein Vokabendel zwischen Kunst und Kommerz, er polarisiert. Für die einen ist er ein talentierter Maler, für die anderen ist er ein dekorativer Society-Künstler. So inszeniert er sich beispielsweise beim Malen im Atelier auf sozialen Plattformen. Also Voka weiß, modernes Marketing für sich zu nützen. Er ist in Galerien, Messen und Auktionen vertreten, in Museen wiederum nicht. Für ihn aber kein Widerspruch. Er hat mit seinem sogenannten Spontanrealismus sich eine eigene Nische geschaffen und scheint damit erfolgreich seinen Weg als Künstler zu gehen. Kunst kommt für Voka von Können. Entsprechend hoch angesetzt sind seine Künstler-Ikonen. Eines meiner Favorites ist eigentlich immer Picasso. Ja. Picasso hat mit 10, 12 Jahren so toll gemalt, gegenständlich ein Wahnsinn, ein Genie, dass ich sage, der hat das Recht, eigentlich alles zu tun. Sehr, sehr viele Künstler, die behaupten sie zumindest sehr viel zu sagen haben, also sie können das nicht sagen, weil sie handwerklich vollkommen versagen, weil sie es einfach nicht drauf haben. Das Auktionshaus im Kinski in Wien. Hier wird regelmäßig Kunst versteigert. Auch Wokas Karriere auf dem Kunstmarkt begann hier. 2020 betrug der weltweite Umsatz auf dem Kunstmarkt rund 50 Milliarden Euro. Von den alten Meistern bis zur klassischen Moderne kommen hier jedes Jahr tausende Objekte in die Auktion. Heute ist sicher der stärkste Tag dieser ganzen Woche. Wir haben heute ein Volumen von 3 Millionen Euro, das wir als Limitsumme in den Büchern haben. Heute steht die zeitgenössische Kunst nach 1945 auf dem Auktionskalender. Vorwiegend österreichische Künstler sollen unter den Hammer kommen. Ja, voran einmal natürlich die Preisträgerin Martha Jungwirth, die mit 4 wunderbaren Arbeiten vertreten ist, wo wir bei jedem Bild, glaube ich, mindestens 10 Telefone haben. Und dann gibt es den Maler Fuchs, dann gibt es den Rainer, dann gibt es die Lasnik. Also es gibt eine sehr, sehr große Bandbreite zeitgenössischer österreichischer Kunst. In den letzten Jahren ist die Nachfrage sehr gewachsen. Der Markt der zeitgenössischen Kunst boomt sehr. Fort mit einigen aufsehenerregenden Bildern aus der Sammlung von Frank Stronach, die uns zur Auktion anvertraut wurden. Zunächst Lot 3210, ein spektakuläres Gemälde des österreichischen Malerfürsten Ernst Fuchs. Auch Privatsammlungen werden immer wieder im Kinski angeboten. Heute steht die Sammlung Stronach zum Auktionsverkauf auf dem Programm. Die Sammlung Stronach ist eine umfassende Sammlung gewesen. Die hat begonnen mit der Zeit um 1820, 1830, ist gegangen über die Zeit des Historismus, über und bis zur zeitgenössischen Kunst. Und natürlicherweise hat er, der Frank Stronach, auch tolle Bilder vom Voka gesammelt. Der Herr Voka hat eine Bilderausstellung gehabt im Fontana Clubhaus, das Golfclubhaus.
Und ich habe die Bilder gesehen und ich war sehr fasziniert und die haben mir besonders gut gefallen und ich habe die alle dann gekauft. Dann Preis hat immer weniger Rolle gespielt bei mir. Das erste war immer, gefällt mir das Bild persönlich. Ja, es ist spontane Impressionistik, ja. Und nicht also, er malt da wie er, nicht also, wenn man zuerst einmal hinschaut und man sieht die ganzen Farben, die dort ganz grob sind und plötzlich erkennt man ein Bild, nicht? Die wirken strahlend, die wirken nicht ermunternd, ja, und man sieht schon, da ist ein großes Talent dahinter. Ich habe Wocker oder seine Kunst kennengelernt vor etwa 12 Jahren, schätze ich. Da hat er ausgestellt in Wien im 2. Bezirk in einem Offspace. Und ich habe die Galeristin damals gefragt, also ein paar Tage vor der Eröffnung, warum stellst du den Wocker aus? Der passt ja irgendwie inhaltlich gar nicht dazu. Und da hat sie gemeint, naja, es hat sich ein Prominenter angekündigt zur Vernissage. Der sammelt Kunst und der ist interessiert. Und so war es dann auch. Also der Vernissage-Abend war ein Erfolg für Wocker, viel verkauft. Und seither habe ich nichts wieder von ihm gehört. Nummer 3212, Wocker, Kaiser Franz Josef. Am Kunstmarkt, wenn gemeint ist, gute Auktionsergebnisse, dann ist das so. Ja? Also, er hat halt auch ein ganz gutes Marketingkonzept, glaube ich. Kennt viele Leute aus der High Society und die Sachen werden dann einfach wirklich gekauft. Ja? Was vielleicht fehlt, sind die Inhalte. Die Kunst muss eine gewisse Relevanz für unsere Zeit haben, für die Jetztzeit, sonst werden die Sachen auch nicht ausgewählt und nicht ausgestellt in Museen. 18.000, 20.000, 22.000, 25.000. Wockers Werke sind auf dem Kunstmarkt sehr präsent, in Museen aber wenig vertreten. 26.000 zum ersten, zum zweiten. Und letzte Chance, kein höheres Gebot, zum dritten. Wir kommen zu Nummer 3214. Einstein von Wocker, 22.000, 24.000, 25.000, Dankeschön. 25.000 zum ersten, zum zweiten und zum dritten. Kommerzieller Erfolg trotz mäßiger Relevanz in der Kunstszene? Ein Widerspruch? Das ist kein Widerspruch, überhaupt nicht. Es gibt eben Sammler, Kunden, Käufer, die sich mit Dingen umgeben wollen, die ihnen gefallen. Deswegen ist es nicht schlechte Kunst und nicht Kitsch, sondern es ist einfach eine Darstellung, wie sie in der heutigen Zeit erkennbar gemacht wird. Und der Wocker ist auf dem Gebiet wirklich eine Größe. Es gibt in jedem Land der Welt ungefähr 100 Künstler, die der Markt sind. In Österreich sind es aber in Wirklichkeit 10.000. 10.000 bildende Künstler, die alle auf den Markt drängen. Aber den Markt unter sich machen nur 100 aus. Also wenn Sie Kataloge vom Dorotheum, vom Kinski und von uns anschauen, finden Sie immer die 100 gleichen Namen. Auch Wocker wollte in diesen kommerziell erfolgreichen Künstlerkreis vorstoßen. Er hat auf jeden Fall schon den Sprung geschafft, von seiner Kunst leben zu können. Das ist eine ungeheure Leistung. Das darf man nicht gering achten, denn im Durchschnitt verdienen diese 10.000 österreichischen Künstler 3.500 Euro im Jahr. Im Kinski begann vor einigen Jahren Wockers Karriere am Kunstmarkt. Ich habe versucht, sein Bild in die Auktion zu bringen, weil es ja nicht einfach war, der war nicht bekannt. Und das war ein Sensationsergebnis. Ja, das war, gab netto über 50.000 Euro. Und da hat man schon gemerkt, der Wocker malt, was Leute haben wollen. 3217 Wocker Pferderennen. Für 30.000, 32.000, 35.000, 38.000.
38.000 zum ersten, zum zweiten und zum dritten. Kunst ist Geschmackssache. Kunst ist für mich auch etwas, was man mit dem Herzen, mit der Seele spüren muss und dass man dann wirklich auch was kauft. So soll man auch, also viele kaufen, weil sie investieren möchten, aber viele kaufen Gott sei Dank auch noch, weil sie es wirklich an diesem Stück eine Freude haben. Und gerade bei der zeitgenössischen Kunst ist die Brandweite so groß, von dekorativer Kunst bis halt wirklich sehr naturalistischer Kunst. Die Kunst ist überhaupt wahnsinnig politisch geworden. Sehr politisch geworden und sehr abstrakt geworden. Und für eine Generation, wie ich sie bin, auch nicht mehr leicht zu verstehen. Ein 20-Jähriger, ein 30-Jähriger versteht die heutige zeitgenössische Kunst wahrscheinlich viel besser als ich. Ich möchte in einem Bild auch gerne etwas sehen und erkennen. Zürich. Auf dem eidgenössischen Kunstmarkt sind Wockers Werke ebenfalls präsent. Am Zürcher See arbeitet und lebt die Juristin Bettina Jobb. Ich weiß es gar nicht. Also es ist irgendwie schwierig zu sagen. Ich habe halt ein paar Bilder angeguckt, natürlich auch die Marilyn, und bin so da durchgegangen und fand die Farben ziemlich beeindruckend. Und ja, und dann war es halt eher, das war irgendwie so Liebe auf den ersten Blick. Und ja, bin dann rausgegangen und habe das Bild gekauft gehabt. Das war mein erstes Bild, was ich jemals gekauft habe. Es muss was in mir auslösen. Das ist es. Und das ist unabhängig davon, ob das jetzt für andere nur dekorativ ist. Für mich darf Kunst natürlich schön sein. Ich will mich daran ja erfreuen. Ich will ja nicht ständig vielleicht mit schwierigen Themen konfrontiert werden oder interpretieren müssen. Also zumindest in meinem Zuhause möchte ich doch was haben, wo ich mich wohlfühle. Die Galerie Kunst 7 am Zürcher See. Die Galerie für zeitgenössische Kunst repräsentiert Wocker in der Schweiz. Inhaberin Sonja Frey ist seit 1986 Galeristin. Er erlaubt seinen Werken schön zu sein. Und er zeigt die Sonnenseite des Lebens. Er geht vom Thema her nicht sehr tief. Auch ich habe gerne tiefgehende Kunst. Auch ich habe gerne Botschaften in der Kunst drin. Aber das muss immer auch mit dem Wesen des Künstlers zusammenpassen. Es geht wirklich um das, ob das Wesen für mich jetzt als Galeristin, das Wesen des Künstlers in seiner Kunst für mich wieder spürbar und fühlbar ist. Und das ist bei Wocker so. Wocker ist so, wie er malt. Kunstwerke verkaufen sich sehr, sehr gut. Ich hatte in all den Jahren, wo ich Galeristin bin, und das sind doch einige Jahrzehnte jetzt schon, noch nie einen Künstler, von dessen Werke ich so schnell an so viele Kunden verkauft habe. Meistens das, was gefällt, ist etwas kostspieliger, aber das passt dann auch am Ende vom Tag in dein Leben hinein. Also Kunst muss schön sein, muss dekorativ sein, muss gefallen. Das auf jeden Fall. Ob es jetzt alt ist oder neu ist, in Anführungszeichen, das spielt keine Rolle. Ich sage einfach, Kunst muss gefallen. Mit Wockers Werken lebt man. Ja, tagtäglich, mit denen lebt man, die hat man gerne um sich herum. Die sind in ganz tollen Wohnungen und Häusern hier um den Zürichsee. Ich habe sehr Mühe mit der, ich sage, der modernen Kunst, mit diesen nur Dreiecken oder Farbgeklecksen irgendwie, da habe ich immer das Gefühl, das könnte ich auch. Und ich wäre nie bereit, diese Summen zu bezahlen, nie und nimmer. Weil ich einfach immer das, ich weiß, es ist nicht so, es ist Kunst, aber ich habe immer das Gefühl, das kann ich auch, irgendeinen roten Klecks. Und dann sagen, wow, das ist das und das und das. Hingegen hier, da muss ich sagen, wow, wie kann man das? Wie kann man das so, das ist für mich Kunst, das hat für mich den Wert.
Ich wusste, solche Bilder existieren, aber ich wusste nicht, wo finde ich diese Bilder. Und wir hatten keine Zeit, ich und mein Mann, da groß herumzuschauen. Wir versuchten es, aber merkten, das funktioniert nicht. Man muss irgendwie einfach per Zufall darauf kommen. Also das allererste Mal habe ich das auf einem Flyer gesehen im Hauptbahnhof Zürich. Und dann kam ich per Zufall auf die Galerie von Sonja und kam dort hinein und wusste gleich, das ist es. Und wie wären die Wände ohne Wockers Werke gestaltet? Dann wäre immer noch nichts. Weil ich wüsste nicht, was anders, weil genau diese Bilder sind, die wir so lange gewahren. Wir waren 16 Jahre ohne, nein, wir sind 16 Jahre im Haus und wir waren 11 Jahre hier und die Wände waren weiß. Weil ich wusste, ich warte so lange, bis es stimmt. Also es würde, wenn die nicht wären, wäre nichts anderes hier. Die biografisch-künstlerischen Wurzeln von Wocker liegen in der Gegend südlich von Wien. Während seiner Schulzeit erweckte eine Buchhandlung sein Interesse an Kunst. Bücher über Marc Chagall, Pablo Picasso, Salvador Dalí oder Gustav Klimt waren für den Jugendlichen ob ihres Einblicks in die Techniken und Kompositionen von Bildern faszinierend. Zum Kaufen der Bücher fehlte ihm das Geld. Doch viele Freistunden nützte der junge Rudolf Vogel, so sein bürgerlicher Name, zum Studium der Künste. Auch der Buchhändler erinnert sich an diese Zeit. Ich kann mich erinnern, vor 40 Jahren bin ich da gestanden und jetzt bin ich wieder da. Sie waren der Bursch, der da immer, damals haben wir die Künstler da drüben die Bücher gehabt, gestanden ist, gesessen ist und sich immer Kunstbücher angeschaut hat. Ich bin nach der Schule, nach der HTL immer da. Die Bücher will man nicht kaufen können, aber ich bin da stundenlang gesessen und habe mir Picasso und Dalí und wie sie alle heißen, die ganzen Sachen. Und von dem kann ich nie genug kriegen. Ich komme von einer ganz normalen Familie, ich habe nichts mit Kunst am Hut gehabt. Auf einmal sehe ich da etwas, was mich so beeindruckt. Ein Können einfach. Ich habe mir nicht vorstellen können, dass man so überhaupt so zeichnen kann oder so malen kann. Und bin wirklich davor immer fassungslos gewesen, wie ich diese Lichter gesehen habe von einem Rembrandt, wie ich diese Striche gesehen habe von einem Klimt. Und da habe ich gedacht, das möchte ich einfach kennen. Ich will das ist genau das, was ich eigentlich will. Ja. Und da sind die Stunden verflogen da herinnen. Ich habe eigentlich keine Zeit mehr gewusst, ich habe überhaupt nichts mehr gewusst. Und auf einmal war es dann auf die Nacht, bin ich mit dem letzten Zug heimgefahren. In Wirklichkeit war das eigentlich der Beginn, dass ich einfach gemerkt habe, was Kunst überhaupt ist. Ich habe vorher immer schon gezeichnet als Kind oder so. Ich bin mit meinem Opa am Kucheltisch gesessen und habe einfach ständig mit ihm gezeichnet. Für mich war Malen oder sagen wir mal Zeichnen, immer was Alltägliches. Als Kind habe ich gemalt, ohne dass ich jetzt gewusst habe oder irgendwie die Idee gehabt, die wir Künstler werden. Das war mir eigentlich nie wichtig. 1965 geboren, war für den kleinen Rudolf der Großvater eine prägende Figur. Mein erstes Mal kostet dann mein Opa gekauft, wo ich eine irrsinnig tolle Beziehung gehabt habe. Kannst du dich noch erinnern? Ja, sehr. Weißt du noch, wo das her ist? Der Rudi gekauft. Das hat mein Opa gekauft, der was mich damals gemerkt hat, dass ich so gern malen tue. Sein erstes Bild mit den neuen Ölfarben vom Großvater malte Wocker damals mit 14 Jahren auf einer selbstgezimmerten Holzplatte, die er mit Leinen bespannte. In der Provinz war es als junger Erwachsener schwierig, von seinem Kunsttalent zu leben. Gelegenheitsjobs und Fassadenmalereien sorgten für den Unterhalt. In Puchberg sind Wockers frühe Fassadenmalereien noch auf zahlreichen Häusern zu sehen. Beim sogenannten Schwabenbauern verewigte der junge Künstler 1989 ein typisches bäuerliches Sushi für den Holzbauern. Der hat ja für einen Gauermann hat ein Bild gebracht, halt einen Bildkatalog. Der hat eine Woche da dran gemahlen und der hat sich einmal mit einem Projektor in der Nacht, dass wir wissen, wie groß das wird. Aber nicht nur die niederösterreichische Landidylle ist ein kreativer Lebensmittelpunkt von Wocker. Corona
Griechenland spielt im Leben des Künstlers ebenfalls eine wesentliche Rolle. Als Maturant trampte er zu Fuß nach Ex-Jugoslawien und dann per Anhalter weiter nach Griechenland. Inspiriert vom Flair der Freiheit, trieb er seine künstlerische Entwicklung voran. Die Liebe zum Land blieb und Koroni wurde sein zweiter Lebensmittelpunkt. Viele Themen seiner Bilder beinhalten Motive aus Griechenland. Nicht zuletzt die Menschen aus dem Dorf hat Wocker oftmals gezeichnet und gemalt. Na Tromme. Auch Freund und Fischer Georgios Troupis wurde von Wocker gemalt. 2021 hat man Fotoapparat immer eingesteckt, man hat ein Handy immer mit. Und es ist einfach irrsinnig cool, sich immer wieder, wenn einem was gefällt, Fotos zu machen. Ich archiviere das dann auch zu daheim. Ich bin eigentlich sehr untypisch, bin extrem akribisch in meiner Vorbereitung. Hab Ordner am Computer, wo Boote drinnen sind, Köpfe. Bei der Motivauswahl und der Vorbereitung vom Motiv zur Kunst geht er durchaus klassische Wege. Wenn ich mich jetzt entschieden habe, ich bin jetzt wieder in Griechenland, dann mache ich mir etliche Skizzen. Und setze dann eigentlich mein Motiv aus diesen Dingen zusammen. Dann mache ich meinen zufälligen Farbuntergrund. Ja, es wird Farbe einfach hingeschmiert auf eine riesengroße Leinwand mit Spachtel, aber sehr großzügig, nicht kleine Strukturen. Und dann stelle ich das auf eine Leinwand, zeichne diese Situation vor, wirklich realistisch, schon flott und ja, das cool ausschaut. Und dann versuche ich einfach mit dem zufällig entstandenen Hintergrund, den ich vorher produziert habe, und mit dem, was mir das Bild sagt, das Motiv, versuche ich dann eine Komposition zu machen. Auf dem internationalen Markt der zeitgenössischen Kunst findet man Wockers Werke in vielen Galerien. In Paris stellte die Galerie Ariel Jacob am Place de Vosges ab 2014 seine Werke aus. In Florida war Frank Stronach Wegbegleiter und präsentierte Wocker in der Sirona Fine Art Gallery. In Portugal nahm die Artcato Galleria de Arte den österreichischen Künstler in ihr Portfolio auf. Auf der Art New York wurden Wockers Arbeiten von der Galerie Gerald Hartinger Fine Arts präsentiert. Galerist Gerald Hartinger vertritt den Künstler auch in Österreich. Hier findet sich Wocker inmitten der Kunst amerikanischer Pop-Art-Künstler wieder. Es ist bekannt, dass ich hier in Wien mich sehr intensiv mit Pop-Art beschäftige. Und ich meine, da sitzt man jetzt vor dem Porträt von einem Mann, der ja die Ikone der Pop-Art ist. Wocker wird präsentiert mit Künstlern wie Banksy, Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Keith Haring. Wir verkaufen ihn übersee nach New York, die arbeiten. Also ich sehe seinen Weg noch groß in der Zukunft. Warum kauft man Kunst? Einfach, es ist hoffentlich meistens eine Leidenschaft und es geht dann nicht nur ums Geld. Die Frieda, den Gin, mit dem möchte ich einfach haben, in mein Wohnzimmer, das spricht mir an. Es ist natürlich eine Art von etwas dekorativ, nicht? Die Kunst. Aber dafür stehen wir auch, nicht? Mit Pop-Art. Ein Dekor ist es nicht, es sind keine Dekorstücke, nicht? Aber dekorativ darf Kunst schon sein. Und wie beurteilen Kunstexperten und Sammler Wockers Werke?
Die Sammler lieben ihn und halt die Experten halt weniger. Wocker versteht natürlich was vom Malen, ja, und auch wie er Farben setzt, zueinander, gegeneinander und so weiter. Das ist keine Frage. Er spricht von einem Spontanrealismus, den er selbst sozusagen erfunden oder definiert hat. Und da stellt sich mir halt die Frage, tatsächlich, was ist daran spontan? Ja, weil wenn er die Fotovorlagen neben sich stehen hat, ikonische Fotos von Marilyn Monroe oder von den Stones oder was auch immer, und er interpretiert diese vielleicht Schwarz-Weiß-Fotovorlagen dann farbig, ist gut, kann man machen. Ja? Aber es ist halt sehr gefällig. Dem wird das ganz egal sein. Der ist wahrscheinlich viel mehr erfolgreich als mir. Viele von diesen Künstlern, sie glauben, sie sind erfolgreich. Man hört ja heute sogar, es kommt nicht auf das Können an in der Kunst, nicht? Sondern darauf, dass einer etwas in sich trage und etwas zu sagen habe. Jeder Mensch hat etwas in sich und hätte etwas zu sagen. Aber etwas sagen zu können, ohne zu stammeln, das macht den Künstler aus. Bei seinen Reisen nach Griechenland entdeckte Wocker seine Leidenschaft für das Aquarell und das Arbeiten in der freien Natur. Mein Studium ist gar relativ einfach. Das waren die Opfelbahn von meiner Oma, weil ich bin da vor Stunden lang gesessen und habe die einfach zeichnet. Das Schulen der räumlichen Vorstellungskraft durch das Zeichnen war Wocker immer schon ein Grundbedürfnis. Ich habe immer als Jugendlicher, oder wenn ich wie die Trenten war, dann mit dem Rucksack, Geld habe ich keins gehabt. Ich habe immer einen Zeichenblock mitgehabt. Als Halbwüchsiger fuhr er mit einem 100-Dollar-Auto ein Jahr lang 3000 Kilometer durch die USA und verdiente sich mit dem Skizzieren von Villen reicher Amerikaner seine Reise. Mein Studium war einfach die Welt, war das Herumreisen. Ich habe einfach versucht, das irgendwie ständig festzuhalten. Ich habe nie ein Fotoapparat mitgehabt, komischerweise. Ich habe wirklich immer einen Zeichenblock mitgehabt. Mit seinen Skizzen hat Wocker auch als etablierter Künstler eine international verständliche Sprache gefunden. Ich sehe mein Leben als gesamtes Ding. Also Malen ist ein Teil davon. Ich schöpfe einfach positive Energie von den Dingen, die ich rundherum tue. Der wirtschaftliche Erfolg jetzt, sage ich, bezüglich meiner Malerei, das ist einfach ganz langsam gekommen. Da hat es überhaupt keinen großen Sprung gegeben. Das war einerseits eine harte Arbeit und andererseits war ich aber trotzdem immer in jedem Stadium zufrieden. Ich bin halt damals auch in Griechenland gewesen, aber halt mit dem Rucksack und mit einem Zelt und habe am Strand geschlafen. Es war eine super Zeit, ich werde jetzt wieder genauso machen. Und jetzt ist es natürlich schön, wenn man ein Haus hat und auch die Leder herunter, das ist angenehm. Aber es würde sagen, es gibt da keine Wertigkeit, dass das eine schlechter oder das andere besser ist. Ein Sammler meiner Bilder und ein lieber Freund hat zu mir mal gesagt, der Erfolg eines Menschen ist daran zu messen, wie glücklich er ist.